Schönen guten Morgen, liebe Camper. Guck mal, zeigen wir euch mal. Haben ein bisschen wieder was zu tun hier. 300 Kühlschränke. Und den Kühlschrank werden wir heute Mittag mal alles zusammenbauen. Wir haben ja auch diese Holzverschal, also diese vom Wohnmobil, diese 52 Breite haben wir ja gestern gebaut, um das mal zu zeigen. Ja, mit 300 Kühlschränke kann man schon was machen, ne? Das ist, die kühlen hervorragend, darum geht es mir. Und ja, extreme Nachfrage. Ja, das ist nur blöd, normalerweise kommen Container, aber unseren Container, oder kommt immer vor in der Branche, der wurde kontrolliert, also das nennt man Begehung, dann kommt alles raus und dann geben die den Container frei, dann wird das umgeladen auf dem LKW und der Spaß kostet mir über 2000 Euro. Aber ich kann nichts dran ändern. Ich kann echt nichts dran ändern. Aber ich nehme ja lieber den Elektrostapler, ne? Sag ich ja ganz ehrlich, ne? Ja, so sieht das aus. Wir werden die heute Mittag aufbauen. Und dann werden wir einen schönen Film machen übers Wochenende, was wir auch schon haben. Und dann zeigen wir mal euch, was der Kühlschrank kann, was der Kühlschrank für Abmessungen hat. Wir werden den vollpacken. Da werden wir einen schönen Film drüber machen. Ja, hallo liebe Camper. So, meine Kühlschränke sind jetzt da. Ich habe da 1,5 Jahre für gebraucht. Wir hatten schon 2 hier, das habe ich alles erklärt, habt ihr auch gesehen vor 1,5 Jahren. Aber die mussten das ändern, ich möchte das so haben und das müsst ihr so machen. Ich möchte den Kompressor beeinflussen können, ich möchte die Drehzahl eingeben und alles so ein Zeug. So, jetzt haben wir die Kühlschränke hier stehen. So, hier haben wir den 100 Liter Slim. Hier kannst du schon mal, kannst du, LG braucht da nicht draufstehen, das seht ihr ja, so schicke ich den ja nicht raus. Doch, wenn ich rausschicke, lasse ich da drauf. Kannst du mal mit dem Lappen eben am besten mal eben einmal drüber gehen, ne? Oh. Ja. So, jetzt. Aber clean, ja? Ja, aber das wirst du. Da musst du Soft Clean haben. Ich wusste nicht, dass da so viel Kleber hinter ist. Egal, lassen wir die Dinger mal drauf. Ja, ich habe jetzt die Kühlschränke heute mal richtig gefüllt. Ich mache jetzt einen Leistungstest. Ich habe 4 Datenlogger drin. Jeweils im Froster und jeweils im Kühlschrank. Und jetzt schaut mal her, wir haben jetzt hier unseren Tower, schauen wir mal hier, der ist pickepacke voll, ja, der ist richtig vollgepropft, der eine ist noch schlimmer. Wir haben jetzt hier eine Temperatur von 3,7 Grad im Kühlschrank, wir haben hier im Raum 26 Grad. So, ich werde die jetzt gleich, werde die beiden Batterien jetzt gleich abmachen. Ich habe mir 2 Batterien vorbereitet, die sind randvoll. Und dann möchte ich jetzt die Kühlschränke 24 Stunden laufen lassen. Dann kann ich genau ablesen, was der Kühlschrank verbraucht hat. Bei einer Temperatur von 4, 5 Grad und bei einer Außen- oder bei einer, von mir aus Innentemperatur, wie ihr das jetzt nennen wollt, von 26 eine Grad. Eine Umgebungstemperatur. Umgebungstemperatur, ja. So, dann haben wir jetzt, hier könnte man jetzt viel Getränke reinpacken, wie auch immer. Guck mal, das Ding ist voll, ne? Datenlogger drin. So, hier habe ich gar nicht mehr geschafft, weil ich musste die ganzen Getränke alle vorkühlen. Hier ist das tiefgefroren, ja. Aber, die minus 10 Grad garantieren wir. Es ist immer so, der ist jetzt abhängig von dem Kühlschrank. Jetzt kannst du ein extrem kalt fahren, dann hast du natürlich im Gefrierfach auch, gehst du schon minus 12, 13, 14 Grad. Minus 15 Grad. Im Kühlschrank ist 4,4 Grad. Ja, jetzt muss man aber überlegen, wie leistungsfähig ist der Kühlschrank. Das mache ich ab und das mache ich auch ab. Muss ja schön aussehen. So, das nächste ist, die Jungs wollen da mal etwas vorbereiten, weil ich habe unglaublich, unglaublich viel Nachfrage. Aber jetzt kommt es wieder. Fachwerkstatt für Caravantechnik. Wie gut bin ich ausgerüstet? Wir haben das jetzt einfach mal simuliert. Das wäre jetzt ganz normal das Wohnmobilmaß. Das haben wir einfach simuliert. Seht, das ist euer Standardabsorberkühlschrank. Weil
Es kommt noch einen größeren, da bin ich dran, das wird aber dauern, den ich dann in 52 kriege und der wird größer. Dann ziehst du den alten raus, kannst den neuen reinschieben. Hier musst du jetzt ein bisschen was tun. Dafür hast du einen Kühlschrank, der absolute Sahne ist. So, schaut mal die Verblendung hier. Das machen wir alles selber. Gut, wir haben eine Profisäge, wir haben Umleimer, das ist für uns ist das Kinderkram. Hier oben haben wir, dass der Kühlschrank Luft kriegt, rede ich immer wieder von. Ja, darum sind die auch so gewaltig von der Leistung. Hier ist eigentlich das Standardmaß, misst du mal, Florian, das ist Kastenwagen. Ja, der ist original für einen Kastenwagen jetzt. 41,7. So, der Kühlschrank ist 41,7. So, bei... Ja. Um genau zu sein, mit Unterkante 97. Ja, 41,7 bei 97. Ja, 97,5 mit die Gummifüße. Und ich glaube 48 tief. Ja, sind die alle. So, die wurden genau nach unseren Vorgaben hergestellt. Aber jetzt schaut mal. Weißt du, ich lese dann überall, ja, ihr müsst im Kühlschrank nicht viel reintun, das ist zu heiß, es wird noch viel heißer. Kinder, es wird noch viel heißer. So, aber pass mal auf, ich zeige euch mal was. Ist das normal? Guckt ihr das mal an. Der Kühlschrank kriegt gar keine Luft mehr. Aber das ist ja das, was ich simulieren möchte. Das ist kalt. Ja, geht noch nicht Temperatur durch die Kamera. Ja, per Bluetooth. Ne? Das ist doch nicht normal. Ja, also der hat richtig Feuer unterm Arsch. Richtig Feuer unterm Arsch. War mir wichtig. Ja? Ich sage, der erste Kühlschrank, der ist bestimmt schon ja hier. Viele glauben, ich rufe irgendwo an, ja, wir haben Kühlschränke. Wie viel brauchst du? Ja, 200. Okay, musst du Geld überweisen? In 6 Wochen, Seefracht, 8 Wochen sind die hier. Ich brauche 1,5. Ja. Ja, alles. Bei dem ersten hat mir dann mit dem Gummi alles nicht gefallen. Da war alles verklebt. Und schaut mal hier, wenn du das mal waschen möchtest. Guck mal. Ja, kann man schön reinigen. Ja, da hatten die hier so eine Lippe dran. Da ziehe ich hier runter, weißt du, das ist der ganze Gummi. Alles, ich sag, da wird nichts festgeklebt. Ja, da muss man alles so ein kleines bisschen mit berücksichtigen. Das sind die kleinen Details an der Geschichte nachher. Ne? So, nimm mal die Dichtung an deinem Kühlschrank in der Zeit raus, wie ich das gemacht habe. So. Und wieder rein. So, hier, die Dichtung ist wieder drin. Na? Dieses Gitter ist leider optional, liefern sie nicht dabei. Okay, ne? Ist auch eiskalt. Ja gut, oder man hat ein Gefrierfach da, wenn man möchte. Ne? Guckt, füll mal die Cola-Dose. Ja, und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. So, ja, normal, wenn einer sagt, ich brauche 6 Grad im Kühlschrank, ist gut, soll er 6 Grad einstellen, dann ist mir auch egal. Ich sage nur, dass die Kühlschränke immens... Ja, das wird mit dem Frosterfach vielleicht nochmal zeigen, ne? Ja, so, also, da habe ich jetzt... So, hier... Unten ist das Gitter drin optional oder sonst das Frosterfach, ne? Das eine habe ich hier rausgenommen. Der eine ist jetzt viel größer. Hier, seht ihr, das ist nicht mehr drin. Das liegt hier. Jetzt müsst ihr es so sehen. Ich habe in meinem Concorde 148 Liter Kühlvermögen und 25 die Schublade. Macht 173, richtig? Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? So, sind 173 Liter, die kleine Kühlschublade, die habe ich draußen am Auto, ne? Und damit ich nicht mehr rein muss. Also habe ich 173 Liter. Hier haben wir 130 Liter. Aber die meisten nehmen natürlich noch die Truhe dabei. Man kann nicht Kälte genug haben. Der eine sagt, ich nehme das nur als Kühlschrank. Ne, wir haben das erste Auto schon in der Halle. Erste Auto kommt, Kühlschrank geht schon rein. Habe ich gefilmt, kommt im nächsten Film. Hast schon, okay. So, jetzt hättest du, wenn du diesen Kühlschrank hier nimmst, mit dieser Truhe, 7 Liter mehr wie ich. Ja. 180. 180, genau. Ja, er hätte, 50, also ja. Ich komme mit meinen 173 Liter wirklich super gut hin. Ne? So, und dann sage ich ja 130 Liter und 50 ist 180. Ne? Nur mal so, weil wir sehen ja, dass diese Dinger so beliebt sind. Jetzt lasse ich die Kühlschränke laufen. Bevor ich jetzt gehe, tausche ich die Batterien. Und am Montag werden wir diese 4 Datenlogger mal ausdrucken. Was ist
in der Nacht, was ist überhaupt passiert? Wie sind die durchgelaufen, die Kühlschränke? Wie ist der Regelbetrieb? Genau, wie ist der Regelbetrieb? Ja, und die Dinger liegen drin, die Datenlogger liegen hier. Ja, sollten hier rechts drin. Unten meine ich bei dem, oder? Ah, hier? Neben den Sekt. Hier liegt der Datenlogger. So, lege ich da mal weiter rein. Und der andere Datenlogger ist hier unten drunter. Unser Dr. Oetker. Ja. So. So, guck mal, der Kühlschrank hat auch eine App-Steuerung. Der Kühlschrank steht jetzt auf 4 Grad. Na, hier kriegst du zum Beispiel die Spannung angezeigt, 12 Volt. Ja, oben die aktuelle anliegende. Die aktuell anliegende Spannung. Wir können jetzt dem Kühlschrank ein Tief, wie heißt das jetzt? Den Abschaltpunkt bei 11 Volt wieder einschalten bei 12 Volt. Das kann man alles eingeben hier. Seht ihr, der ganze Schnicki-Micki, maximale Temperatur, Mindesttemperatur und so weiter und so weiter. Also kannst du alles eingeben. Alles hier. So, dann. So, wir haben jetzt 4 Grad. Guck mal, wir gucken jetzt mal hier, da. So, mach mal 0 Grad. So, minus 4 hat er gemacht. Ja. Das machen wir wieder hier. Zack, 7 Grad. So. Also hat auch eine wunderschöne WCS-App, der Kühlschrank. Das ist die gleiche App wie die Kühlbox. So, so sieht das aus, meine Freunde. So, das werden wir jetzt, wie gesagt, neue Batterien machen. So, dann kann der eine sagen, das brauche ich nicht, die hat nicht raus. Also, was ihr mit dem Kühlschrank macht, müsst ihr selber wissen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel den Kühlschrank, den wir eingebaut haben. Da haben wir ein Gefrierfach rausgenommen, weil wir es so machen müssen, weil derjenige das so haben möchte. Und ja, auch hier müssen wir überall darauf achten. Ich weiß nicht, hier, schau mal, geh mal mit der Kamera nah dran. Es wird genau, brauchst du Licht, sonst hole ich eine Taschenlampe. Nicht, dass das nachher verschwommen ist. Ne? Ja, ist auch das Typenschild drin. Und es wird auch schwierig, diese Kühlschränke in Europa einzuführen oder in dem Moment in Deutschland einzuführen, mit dem Kältemittel R134a, dann kann ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung dem Zoll vorlegen, weil ich alles gar nicht habe, was ich nicht kriege. Also haben wir das modernste Kältemittel, was es gibt im Kühlschrank. Ich sage ja immer, R134a, 1480 GWP, Kältemittel 1234YF und R29, wie der Aal heißt, zum Beispiel das YF, hat einen GWP-Wert von 4. 4 zu 1450. Ne? Also sie laufen sehr gut und das läuft wunderbar. Ne? Und dann kommen wieder oh, und laut, du hast hinten einen Lüfter, der muss nur mal drehen bei jedem. Wir haben gestern auch unseren Hightech-Kühlschrank, ist wieder was anderes, aber auch wesentlich teurer. Wesentlich teurer. Der auch bis minus 30 geht. Das ist aber eine andere Geschichte. Das ist nicht die breite Masse. Ich mache da schon mächtig von. Darum wollten wir hier auch eine Alternative finden. Ich könnte doch im Katalog, Kinders, ich könnte doch im Katalog morgen 2 Kühlschränke für die Kunden bestellen. Und dann, der Kunde fährt vom Hof nach einer Woche, steht hier am Hof, kann ich den Kühlschrank wieder ausbauen. Ich weiß doch, was draußen los ist. Wir haben doch hier erlebt. Bestes Beispiel, vorgestern der Concorde, habe ich euch doch gezeigt. Der Kunde hat alles schon gemacht und war schon viermal. Oder der Phoenix vor 2 Wochen. Phoenix vor 2 Wochen. Und ich habe gesagt, also muss ich die Kühlschränke selber machen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, jetzt sind wir dran an einem großen 150 Liter. Aber Kinders, das dauert, das dauert. Du machst doch, du rufst doch nicht an. Die müssen doch ein fertig bauen, schicken. Dann sehe ich, dass viele Sachen nicht gut sind. Dann bauen die den zweiten. Und bei dem dritten meistens sage ich, ja, ich habe von diesem Kühlschrank, da waren wir wieder zu schnell, ne? Haben wir nichts gefilmt, habe ich auseinandergeschnitten, habe ich mit Stefan gemacht. Du weißt ja, wie das da aussieht. Ja, alles, als wenn geschneit hätte. Alles, als wenn nicht geschneit, alles rausgepult, mit wie viel Kälteleitung wir durch den Kühlschrank gehen. Ja? Und das muss ein Kompressor können. Ja? Wenn ich den Verdampfer immer kleiner mache, bekomme ich keine Leistung im Kühlschrank. Dann bekomme ich einfach keine Leistung. Und der Kühlschrank muss schon leistungsfähig sein. Ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sehen aber auch, jetzt muss man mal ehrlich sein, das sind richtige Designerstücke. Ne?
Jetzt mittlerweile wohl. Ja, die ersten, ne? der erste war der Griff anders. Dann waren bei dem ersten die Leisten ganz schmal. Da habe ich gesagt, Kinders, das passt doch alle nicht, was ihr macht. Komm, wir machen doch mal die Maße hiervon. Ja, zwei übereinander haben wir 1,27. Einer ist demzufolge 63. Genau, die Breite. Nein, es wäre 48. Ne, 47,5. Ja, 47,5. So, und die Tiefe ist wieder 48. Ne? Der Griff und der Anschlag kann getauscht werden. Ja. Auch nochmal, für viele interessant. Wir hatten einen, das ist ja den alten, den wir vor einem Jahr oder anderthalb Jahr gebaut haben, haben wir mal zwei Kühlschränke, einer ging hier auf, einer ging da auf. Aber das sehen wir, wenn der Kunde anruft, ja, und das ist auch immer schwer zu verstehen. Das heißt nicht Türgriff links, das heißt immer Anschlag. Ne? Ja. Also da muss man echt aufpassen. Ne? Ich habe schon mal falsche Türen bestellt. Ja, aber das geht alles auch mit die Dachfenster, so dieselbe Scheiße. Ne? Das ist das Maß, aber was ist das Maß? Das Haubenmaß, das Innenmaß ist 20 cm, Fenster fällt durch. Musst du ein bisschen viel Kleber nehmen. Ja. Aber das bauen wir jetzt selber. Ne? Und da kann sein, dass da viele sehr mit überfordert sind. Weil was wir abliefern, wenn wir Kühlschränke einbauen, sieht man ja in den Videos und sagen auch die Kunden, es sucht seinesgleichen. Also dem steht dem Werkseinbau gar nichts nach. Teilweise noch schöner. Wirklich. Also da achtet der Dirk ungemein drauf. Du müsstest jetzt eine Säge haben, wo du dir die Leisten schneidest. Ja, mit der Stichsäge, das wird nicht viel werden. Ne? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das haben wir jetzt gebaut. Das wäre aber eigentlich der Korpus vom Kastenwagen. Brauchst du einen von uns? Okay. Das wäre jetzt der Korpus vom Kastenwagen, wo du ihn so reinschiebst. Ne, dann ist der Kühlschrank drin. Oder mittlerweile auch teilweise Hümer und Co., die haben auch den Slim-Kühlschrank. Ja, viele haben auch den Slim. Ne? Und ja, dann sind wir jetzt dran, zu diesem Slim nochmal einen 60er. Den könnte ich da drüber stellen. Ja? Aber wie gesagt, ich habe ja eben erklärt, ich kann da nicht anrufen und sagen, das ist ein Standardprodukt. Ja, die nehmen wir immer. Kleben wir WCS drauf? Nein, das will ich nicht. Das dauert, das braucht seine Zeit. Ich brauche für alles eben lange. Ich kann nichts dran ändern, bis was Neues kommt, bis das alles so ist, wie ich das haben möchte. Aber ich kann beruhigt schlafen, weil ich dem Kunden einen Kühlschrank verkaufe, der sehr gut kühlt. Ich habe 1000 Kühlboxen verkauft. 1000 Kühlboxen. Ich bin hier eine kleine Klitsche. Aber 1000 Kühlboxen ist gar nicht mal so schlecht. Und ist nicht eine gemogelt, ihr habt alle gesehen, es wurden drei große Container. Habt ihr in den Filmen gesehen, einmal zwei Container und einmal, glaube ich, damals ein kleiner Container. Waren knapp 1000 Truhen. Jetzt haben wir den nächsten Container bestellt, wobei die Truhen schon in der Fertigung sind. Ne? Und jetzt kommt das Wichtigste. Wer bietet euch? Bitte zuhören. Wer bietet euch für einen Kühlschrank? Nehmt mal alle Mitbewerber über den Markt. 5 Jahre Garantie. Komm, jetzt in den Kommentaren rein. Ist dein Kühlschrank nach 2 Jahren kaputt? Egal, passiert, aber du machst das Portemonnaie richtig auf. Das gleiche ist mit einem elektronischen Teil. Nach 2 Jahren kaputt musst du bezahlen, neu kaufen. Oder eine Reparatur. Und das mit der Reparatur kennen wir von vielen Firmen, haben wir alles durch. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Diese E-Mails habe ich stapelweise. Ja? Okay, aber wo kaufst du einen Kühlschrank? Im Internet, bei Engel, wie die alle heißen. Du bekommst 5 Jahre Garantie. Das heißt, der Kühlschrank geht nach 3 Jahren, sage ich jetzt mal einfach, kaputt. Der Kompressor geht kaputt. Vom Götz kriegst du einen neuen Kompressor. Ja? Wir werden nicht sofort 1:1 tauschen. Der Kühlschrank ist ja lange gebraucht. Ja, dann bleibt der Kühlschrank hier. Dieses Tauschen ist immer so eine Sache. Es kommt drauf an, ich sage mal in dem ersten Jahr. Aber ich möchte mir natürlich vorbehalten, dass ich das Produkt natürlich repariere. Ne? Bei dem einen war, was war da, was habe ich gelöst? Der Kunde, der Scheiße über dem Händler gebaut hat mit dem Relais.
Ja, Netzumschaltung falsch angeschlossen. Ja, schickst du mir eine neue? Nein, so ist das nicht. Die 5 Jahre Garantie habt ihr. Und das ist schon gewaltig, was wir machen. Gewaltig. Aber wenn so ein Kühlschrank kommt oder der Kunde kommt mit seinem Auto hierhin, dann möchte ich erst sehen, aha, der Kompressor ist kaputt oder die Elektronik ist kaputt. Ich habe die gesamte Elektronik hier. Ich habe Kompressor hier, kann sowieso keiner einbauen. Musst du für zertifiziert sein, musst du richtig Ahnung haben. Du musst Lötgerät haben. Ich mache das. Ich nehme den Kompressor raus, ich mache einen neuen rein. Ich habe Schweißgerät, Kältemittel, ganze Armaturen habt ihr gesehen. Ich habe Kältemittelwaage. Also ich bin teilweise besser. Alle Zulassungen. Darum spreche ich da auch so laut und so offen drüber, weil ich an Kälteanlagen arbeiten darf. Ihr seht ja hier. Hier habe ich alles drin, da habe ich mir so Kisten von damals. Hitachi, die ist alles voll. Die ganzen Armaturen, hier ist meine Kältemittelwaage, ja. Ich kann ja nicht, siehst du, hier ist die Waage drin, da stelle ich die Pulle drauf, der Kühlschrank will 48 Gramm haben, dann kann ich nicht 1 Kilo reintun oder 900 Gramm, das geht nicht. Also, die gesamte Reparatur eines Kühlschranks findet bei uns im Haus statt, ja. Das heißt, du kaufst einen Kühlschrank, hast die 5 Jahre Garantie und hast immer einen Ansprechpartner. Ich bin aber 20 Jahre am Markt, ne? Also gibt es mich auch noch, die machen das ja weiter in 25 oder in 30 Jahre. Ne? Ja, das wollten wir mal sagen, aber das hier haut mich schon so ein bisschen vom Hocker. Ne? Eigentlich dürfte der gar nicht mehr kühlen. Schau mal bitte, schaut mal. Schaut, der ist so voll, wie meine Frau den immer vollpackt. Ja, komm, da ist was drin. Guck mal hier, guck mal, das ist randvoll. Der Kühlschrank ist randvoll. Oh, guck mal, leckerer Red Bull. Wolltest du einen Red Bull? Nee, aber den hast du vorhin noch gesucht, oder nicht? Ja, den habe ich gesucht, da weiß ich ja nicht mehr. Ne? Ich kann auch nicht an alles denken. Ne? So, jetzt nehmen wir einen Red Bull. Und dann ja. Ist Wochenende. Ja, dann ist Wochenende, genau. Dann haben wir es geschafft. Ich tausche nur noch eben mit Flo die Batterien. Und dann werden wir am Montag den Datenlogger durchlaufen lassen. Dann sehe ich genau, was ist hier passiert in dem Kühlschrank. So, liebe Camper, und jetzt wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende. Ich trinke jetzt meinen Red Bull und dann sind wir jetzt auch gleich hier verschwunden. Das ist 3:45, das ist schon genug. So, Daumen hoch, bleibt mir gesund. Wenn ihr Fragen habt, ruft einen Florian an oder mich und wenn er irgendwelche Daten über die Kühlschränke braucht. Kann jeder im Shop bestellen, jeder Endkunde, der... Du auch schon freigegeben. Ja, Shop, der ne? Ein bisschen Ahnung hat, der sagt, Götz, das mache ich alles alleine, das kriege ich hin. Abholen, hierhin kommen, abholen hierhin oder zuschicken. Abholen oder zuschicken, fertig. So, und jetzt ein wunderschönes Wochenende.